Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflanzen gegen Zombies. Wir sind schon auf gutem Weg in Richtung Ende. Und ja, ich würde sagen, bevor wir in den Zen-Garten sehen, spielen wir Abenteuer. Das ist das Dach von Rezampa. Das ist gut. Uff. Gargantua. Uiuiui, der sieht aber echt, echt gefährlich aus. Katapulten, Eiskanone, was kann man noch? Ja, den wir nehmen. Ja, natürlich. Vorher das, ja. Den Knoblauch werden wir wieder verwenden, um die Zombies abzulenken. Vorher brauchen wir Energie. Der Dicke macht mir echt Sorgen, dieser große Typ mit seinem Telegrafenmasten. Ja, ich brauche Energie. Hier, hier, so. Da kommt der Erste. Ja, wir werden ihn mit einem Quatschkürbis erledigen, denke ich. Gut, wir müssen sehen, dass wir viel Energie kriegen. Ich glaube nämlich, den Großen können wir zwar besiegen, aber ich bin echt gespannt, wie wir das machen. Der sieht aus, als würde er echt viel, echt, also wirklich viel aushalten. Und könnte schwierig werden, könnte schwierig werden. Jetzt kommt da oben einer. Ja, den können wir aber schon mit einem Katapult auch ausschalten. Ja, zuerst die Reihe voll machen, das geht sich alles locker aus. So, ja. Ja, Katapult, tu deine Wirkung, Katapult, tu deine Wirkung. So, zwischenzeitlich Energie einsammeln. Jetzt haben wir eine Linie von unten, kommt noch einer. Ausgezeichnet. Auch weg. So, wir werden noch eine Reihe Töpfe setzen, weil wir mehr Energie brauchen. Haben wir zu Beginn gleich gesagt, wir brauchen Energie, um den Dicken kaputt zu machen. Ich gehe davon aus, er hält echt viel aus, der Dicke. Also wirklich viel. Wir werden sehen, wir werden es sehen. So, da oben kommt jetzt auch einer. Oh, mein Gott. So, der kommt nicht weit. Wir können ja noch immer ihm eine Blume vor die Nase setzen. So, verlier nicht den Kopf. Nein. So, die Kohlkatapulte sind fertig. Die Sonnenblumen auch mit zwei Reihen, denke ich, soll es genug sein. Wir setzen hier oben. Nein, keine Bombe, einen Knoblauch. Was passiert? Der Zombie, der dort dagegen läuft, wird um eins nach unten gesetzt. Genau. Und läuft dann in unsere Maiskatapultkanone-Sachending. So, also im Moment relativ locker und wir haben die Hälfte schon bis zur großen Felle. Ja, geht gut, läuft gut. Der wird einmal reinbeißen und läuft dann in die Maiskatapulte. Also Katapulte in das Katapult. Schmeckt dir nicht. Ja, denke ich mir. Möchte ich auch nicht in den Knoblauch beißen. Nicht einfach so. Ja, gewisse Gerichte mit Knoblauch. Ja, das ist dann schon gut. In Maßen, meine Freunde, in Maßen. Und der größte Vorteil von Knoblauch ist, er hilft gegen die Vampire. Also, wenn du zu Hause sitzt und dich jetzt ängstigst, weil es könnte ja ein Vampir kommen, dann immer dran denken, Knoblauch essen, dann kann er ruhig kommen, setzt dich hin mit ihm, eine Runde Fernsehen. Oder was auch immer, ein bisschen gamen. Tja, es passiert nichts. Ja, der wollte den Knoblauch auch nicht. Auch ein Hütchen-Zombie. Wie schnell der da also fliert. Also irgendwie läuft mir das im Moment zu gut. Jetzt haben wir hier den Flaschenhals erzeugt. Hierdurch und hierdurch. Chantal, Chantal, was soll das? Was soll das? Ich... runter mit dem Kopf.
Also ehrlich. Wozu gebe ich dem Mädel all mein Geld? Wie Captain Iglo. Also, es gibt auch andere, aber... Kaum schimpfe ich mit dem Mädel, kommt der Dicke. Ja, was... was tue ich gegen den... Oh, wow. Oh, wow. Und der hat da hinten... Sag mal, wird der gelenkt von diesem Mini-Zombie? Ja, der ruiniert mir ja alles. So. Ja, gut so, gut so. Das macht ganz schön Lärm, wenn der fällt. So, da beißt du die Zähne aus. Kommt gar nicht dazu. Ja, also, da muss ich jetzt echt überlegen, was mache ich gegen diesen Dicken? Und einmal Chantal schärfer angesprochen, schon kommt der Dicke. Das kann ja auch nicht sein. Wie gehe ich gegen den Dicken vor? Dicken vor, Dicken vor. Was mache ich gegen den Dicken? Ich glaube, ich nehme ihm seine Mitgliedskarte fürs Fitnessstudio weg. Ja, dann kann er nicht mehr so trainieren. Dann sieht er nicht mehr so aus. Oder ist alles Anabolika? Ist alles nicht wahr? Ist alles Anabolika? Ist nur ein Film? So, wir machen hier auf jeden Fall die Reihe Maiskatpulte noch voll. Ach, ja, du beißt jetzt auch schon rein. Wir haben das oben und unten mit den Nüssen. Dadurch werden sie ein wenig aufgehalten. Maiskatapult. Und ja, wir können in Ruhe hier weiterbauen. Aber was bauen wir? Wir müssen ja eigentlich versuchen, gegen den Dicken. Aber wie soll man gegen den Dicken vorgehen? Der Anabolika-Man. Wir setzen einmal mehrere leere Töpfe. Wir brauchen der Quatschkürbis. Die Lösung ist der Quatschkürbis. Wir setzen hier überall die leeren Töpfe. Und auf der Linie, auf der er kommt. Hey, Chantal, super! Chantal, was? Warum? Wieso? Was? Ach, ich hasse euch. Na, okay, der Quatschkürbis. Der muss einfach. Aber wenn ich den jetzt setze, vielleicht trifft er ihn. Na, ich glaube, er hat ihn getroffen. Dieser kleine, fiese Mini-Zombie. Wie weit hat er den geworfen? Sterb, Mini-Zombie! Und der Dicke rennt trotzdem weiter. Anabolika, man. Ja, toll, weil ich keinen Quatschkürbis habe. Das Einzige, was hilft, ist die Bombe. Die wird gar nichts helfen. Die wird gar nichts helfen. Bis die hochkommt, hat der mit seinem Telegrafenmast draufgeschlagen. Nein, wir werden alle sterben. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Das war ja echt knapp. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.